Meine Damen und Herren, wir sind bereits mitten im Geschehen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudi Reloaded. Wir sind heute nicht gerade in den ewigen Jagdgründen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Trotzdem müssen wir sehr aufpassen, denn wir sind bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg unter Indianern, unter wilden Cowboys. Hier ist, wie Sie hinter mir sehen und hören, jede Menge los. In dem Sinne, wir zeigen Ihnen viel von vor und hinter den Kulissen. Viel Spaß! Seit dem Jahre 1952 gibt es bereits die Karl-May-Spiele in einem der schönsten und größten Freilichttheater Europas. Die 7500 Plätze fassende Arena wird alljährlich im Sommer als Spielstätte für die bekanntesten Abenteuer aus der Feder von Karl May genutzt. Und sollte es mal wieder ausverkauft sein, hilft nur noch ein VIP-Ticket. Auf der Suche nach Winnetou kann man sich backstage ganz schön verlaufen. Also ich habe eine Frage, wo wir hier gerade hinter den Kulissen stehen. Ich wollte ein Interview mit dem Winnetou machen. Können Sie mir helfen, wo der ist? Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe mir erlaubt, einfach sein Kostüm anzuziehen. Ich würde ihn heute mal übernehmen. Ach, Sie würden ihn übernehmen? Ich dann ihn sind Sie Jan Sosnjok, meine Damen und Herren. Genau. Der Winnetou, der Amtierende, kann man ja ruhig mal so sagen. Kann man sagen. Seit wie vielen Jahren inzwischen? 24. Seit 24, er sieht jünger aus. Es ist gegen die Ehre, einen Verletzten sterben zu lassen. So ein Böser hat ja eigentlich mehr Charaktereigenschaften, die mehr Lust machen, einen Bösen zu spielen. Sehen Sie das auch so? Ja, jetzt in dem Falle wäre es ja blöd zu jammern, dass ich jetzt keinen Bösen spielen darf. Ja, also meine Rolle. Winnetou überlebt wenigstens. Ja, meine Rolle ist ja, und ich kann jedes Jahr mitmachen. Ja, also das ist ja auch toll. Ne? Die Bösen sind ja meistens alle wieder raus. Ne? Ich wünsche toi 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 auch für heute und für heute Abend. Und wir gucken ihn so ein bisschen. Wir gucken rein. Da, aber sowas von. Ja, da freue ich mich. Dann wo? Block B, C, D? Ja, also VIP-Bereich, glaube ich. Ich spiele einfach mal alle Ränge mit, da kann ich nie was falsch machen. Spielen Sie uns mal an. Ich spiele Sie mal an. Haben Sie Ihren Kittel an? Damit damit Sie mich sehen. Winken wäre auch schön. Ja, wunderbar. Nee, Sie müssen winken. Ja, mache ich. Ja, Winnetou. Okay, und dann sage ich den Leuten um mich rum, ich kenne den persönlich. Ja, das ist wunderbar. Wir haben, mach ich einen Stein im Brett. Ja, wunderbar. Der Umgang mit langläufigen Feuerwaffen will, soll und muss gelernt sein. Ansonsten dürfen nur Profis ans Werk. Und wo ist eigentlich Old Shatterhand, wenn man ihn mal braucht? Der Old Shatterhand, Till, ist das eine Rolle wie jede andere? Oder sagst du, Mensch, das ist natürlich mit großen Kollegen vorbelastet, das ist natürlich auch eine Verantwortung, Karl May ist deutsches Kulturgut. Wie gehst du damit um? Ja, von allem etwas. Also natürlich ist es deutsches Kulturgut, aber es ist auch mein persönliches Kulturgut und es ist auch der Held meiner Kindheit, den ich hier spiele. Also andere haben Batman oder Spider-Man als Vorbild. Ich hatte immer Lex Barker als Old Shatterhand, als Leitfigur und von daher, große das Erbe, aber ich versuche dem irgendwo Genüge zu tun hier. Wer den Tomahawk gegen uns erhebt, der bereut es. Mein Zaubergewehr hier hat schon immer ein Schwarze getroffen. Er ist schwer verletzt. Sieht nach einem Durchschuss aus. Ich nehme ihn mit der Seven. Männer, hierher! Kannst du dich an die Situation noch erinnern, wo du sozusagen entweder angefragt worden bist oder wo du die Zusage gekriegt hast? Mensch, ich bin in diesem Jahr der Old Shatterhand. Wie hast du dich da gefühlt? Hast du Luftsprünge gemacht, Purzelbäume? Was war da bei dir los? Also angefragt haben sie mich schon 6 oder 7 Mal. Ich konnte aber nicht wegen Großstadt-TV oder wegen anderer Seriendrehs. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und dann haben sie jetzt wieder angefragt und ich hatte Zeit. Und ich habe allerdings relativ lange überlegt. Also so 0,4 Sekunden, glaube ich. Und dann habe ich ja gesagt und habe es bis heute nicht bereut. Nico, du bist ein jungscher Typ, aber trotzdem würde ich dich auch ein Urgestein der Karl-May-Spiele nennen, weil du praktisch Jahr für Jahr in immer einer anderen Rolle hier wirkst. In diesem Jahr als Ovuz Abad, der große Wolf. Der ganz große Wolf. Ja, ja. Es gab schon mal vor mir Ovuz Abad, das waren dann mittelgroße Wölfe, aber ich bin der ganz große Wolf. Winnetou, der feige Wurm, ist entkommen.
Was mir an dir immer so gut gefällt, du kriegst auch immer den Swag hin. Mal spielst du einen Bösen, dann spielst du mal einen ganz Bösen, dann spielst du einen Mittelbösen, dann spielst du auch mal einen Sympathischen. Also du hast die ganze Palette von A bis B hast du drauf. Ja, ich habe ja auch eine gute Schule gehabt. Ja, ne? Ja, Schauspielschule, wo warst du, wenn ich fragen darf? Das musst du doch wissen, bei Hildburg Frese waren wir beiden. Hamburgisches Schauspielstudio, ja, mein Name, wir sind Brüder im Geiste. Aus dem einen ist ein Ober-Indianer geworden, aus dem anderen ein Oberhausmeister. Ein Oberhausmeister, ja, ganz genau. Und der Oberhausmeister muss in seiner neuen Sendung natürlich auch bei der Arbeitsbekleidung neue Wege gehen. Und falls man mal böswilligen TV-Kritikern begegnet, ist eine angemessene Bewaffnung durchaus angebracht. Ja, meine Damen und Herren, ich habe inzwischen mal auf der Kutsche Platz genommen. Im vorgerückten Alter soll man das machen. An meiner Seite jetzt Oliver Striezel. Ihnen wohl bekannt von Film, Funk und Fernsehen. In diesem Jahr, Oliver, spielen Sie hier einen Schurken, und zwar den Oberschurken, das wollen wir mal sagen. Ja. In dem Fall Colonel Brinkley. Nehmt es nicht persönlich, aber ich teile ungern. Hey, danke für den Zaster! Zeigen wir dem Major mal, was Ehre heißt. Oh ja. Macht das Spaß, und Fiesen, so einen Bösen zu spielen? Ja, natürlich, wenn man böse spielt, hat man natürlich auch gewisse Freiheiten. Man kann die Rolle so oder so anlegen und ist nicht so festgelegt auf so eine nette Fassade. Meine Damen und Herren, wir sind 2 Minuten vor Beginn der Vorstellung. So knapp, und wir erwischen noch Susanne Sideropoulos mit einem Schuss Milchkaffee, darf man das sagen? Kann man sagen. Ist genau. Da was drin? Ist noch der letzte Schluck. Schnell weg. Aber kein Schuss jetzt irgendwie oder so. Nein, um Himmels Willen. Nein, nein, auf keinen Fall. Sie spielen in dem Jahr die Ellen Patterson, ja, die auch in schwere Gefahr gerät und von Old Shatterhand, wir haben es eben gesehen, handgreiflich gerettet wird. Genau, sie gehört meinem Onkel. Er wird sich fragen. Komm. Hat zu dir noch nie jemand nein gesagt? Nein. Kann man eigentlich einen Vergleich ziehen zwischen Let's Dance bei RTL und Der Schatz im Silbersee in Bad Segeberg? Also ich habe ja beim Reittraining öfter gesagt, ich trainiere jetzt hier wie bei Let's Dance nur mit Pferd. Tatsächlich, weil man muss sich einfach extrem gut vorbereiten. Und da kann man schon einen kleinen Vergleich ziehen. Heya! Bösewicht Dirk Simpson kann es gar nicht erwarten, mit seinem Mustang in die Weiten der Prärie zu preschen. Und hinter den Kulissen wird natürlich, soweit es die Zeit erlaubt, Hamburg 1 geguckt. Bei Ansicht meiner Sendung ist schon so mancher umgefallen. Ja, meine Damen und Herren, ich muss mich hier wieder um jeden Mist selber kümmern. Sie wissen vielleicht, dass ich in meiner Fernsehlaufbahn schon viel Scheiße gebaut hat, ne? Und das meiste davon wurde rausgeschnitten, aber das hier bleibt drin. Liebe Zuschauer, die Vorstellung läuft im Hintergrunde mit großem Erfolg und vor vollem Haus. Und wie es der Zufall will, läuft mir die Chefin von Sianze hier über den Weg. Das ist Ute Tienl, die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele Bad Segeberg. Was macht daran so viel Spaß? Ach, das ist einfach ein ganz toller Job. Ich komme aus dem öffentlichen Dienst, also einen besseren Job kann man im öffentlichen Dienst, glaube ich, gar nicht haben. Es ist abwechslungsreich, man kann sehr kreativ sein, man kann Entscheidungen treffen. Man ist hier unter schöner Sonne, an der frischen Luft. Man verkauft ein Produkt, was Menschen Freude bringt. Was will man mehr? Ich meine, das verbindet uns ja. Wir sind so gesehen ja beide im öffentlichen Dienst. Ne? Ich bin ja immer öffentlich in meinem Dienst. Ne? Während auf der Bühne der gepflegte nordamerikanische Volkstanz ausgeübt wird, nutze ich die Gelegenheit, im sogenannten Leitstand vorbeizuschauen. Hier oben laufen während der Show alle Fäden zusammen. So, guck mal, meine Damen und Herren, hier sind wir also exklusiv und in Farbe im Leitstand. Das ist der Stefan Tietgen, der Produktionsleiter dieser Produktion. Welchen Knopf kann ich jetzt mal drücken, damit ich hier mal in die Segeberger Zeitung komme? Ja, Möglichkeit kein. Wenn du in die Zeitung möchtest, dann könnte man natürlich schnell mal die 77 drücken, aber... Was ist das, eine Explosion? Nö, hier kommen nur die Musikzuspieler raus, das könnte ein Kriegstanz sein.
Ein Kriegstanz. Ja, ich kann noch mal in der Pause den Kriegstanz drücken. Das ist ja alles nicht ganz ungefährlich. Wollen wir mal sagen, ihr könnt ja nicht schneiden oder etwas wiederholen. Es muss auf dem Poeng passieren. Und wenn was schief läuft, könnt ihr es nicht mal eben rausnehmen, wie beim Film, ne? Richtig. Wir müssen auch wirklich versuchen, alle 72 Vorstellungen gefahrenlos und unfallfrei zu produzieren. Wir haben keine Zweitbesetzung. Es ist ganz ärgerlich, wenn mal ein Darsteller sich verletzt. Wir möchten einfach nicht umbesetzen. Das ist alles nicht schön. Und ja, es muss halt gefahrenfrei vonstatten gehen. So, dann wollen wir mal hier, wo es explosiv ist, darf ich nicht fehlen. Hallo, Herr Preuß. Hallöchen. Das ist Uwe Preuß, meine Damen und Herren. Wollte ich Ihnen nicht vorenthalten an dieser Stelle. Ein Special-Effekt-Spezialist vom allerfeinsten. Da knotet sich die Zunge. Sie haben alles, was raucht, knallt und pufft. Eigentlich sagt man ja, so schnell schießen die Preußen nicht. Aber der Preuß schießt schon scharf. Wir schießen nicht direkt scharf, aber wir machen doch schon ganz schön Radau. Geht in den Kopf! Nennen Sie mal ein paar Beispiele. Also für Andrea Berg waren Sie nicht zuständig jetzt. Auch für Andrea Berg und Frau Fischer habe ich schon gemacht im Rahmen von Willkommen bei Carmen Nebel. Diese Sendung machen wir immer noch. Und dann haben wir viel gemacht, Ballermann-Hits, damals auf Mallorca. Ich erinnere mich, ja. Après-Ski-Hits in St. Anton. Und wie gesagt, andere Weihnachtssendungen, Ostersendungen, alles was... Also wenn mal der Baum brennt, ist es im Zweifel Uwe Preuß. Action, Stunts und Pulverdampf. Und am Ende natürlich ein wohlverdientes Happy End. Zum Finale geben die Darsteller ihren Fans noch die Hand oder ein Autogramm. Da möchte ich heute keinesfalls abseits stehen. So, Herr Wittschorek, bitteschön. Ah, danke. Bitte. Ja, Joschi, bitteschön. Gerne. So, Nico, bitteschön. Gerne, ja. Till, bitteschön, ich habe vorgeschrieben, ne? Alles klar, dass du... Ne? Aber auch gerade hin, mehr habe ich denn auch nicht. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen das, Winnetou gibt Autogramme. Für mich ist das die Zeit, Tschüss zu sagen. Winnetou, ich habe vorgeschrieben schon, damit das schneller geht. Tschüss. Ja, super. Wir verabschieden uns auch von Ihnen zu Hause. Das war's für heute. Rudy Reloaded aus Bad Segeberg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.